Nach der Wahl Donald Trumps ist der Goldpreis erstmal auf Achterbahnfahrt gegangen. Christian Köker, was waren denn die Gründe für das erst Auf und dann das kräftige Ab des Goldpreises im Gefolge der Präsidentschaftswahl? Ja, im Vorfeld der Wahl war man sich ja sehr sicher, dass bei einem Sieg von Donald Trump das dem Goldpreis ordentlich unter die Arme helfen wird und er dann zu Höhenflügen ansetzen wird, weil er eben als sicherer Hafen gilt, der Goldpreis. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Einige Stunden nach den ersten Ergebnissen hat der Goldpreis eben ordentlich zugelegt, aber dann setzte eben die angedeutete Achterbahn letztendlich Fahrt ein, weil Herr Trump dann in seinen Reden sich doch sehr, sehr präsidial gegeben hat. Ich sag mal, geradezu versöhnlich auch noch mal ein bisschen auf seine Gegner zugegangen ist. Und vor allen Dingen hat er auch noch mal, so sage ich mal, sein wirtschaftliches Wahlprogramm, seine wirtschaftliche Agenda in den Vordergrund seiner Gespräche gestellt. Und das hat dann durchaus die Fantasie der Aktienmarktteilnehmer beflügelt. Die sind in den Risikomodus wieder übergegangen. Und dann haben wir eben gesehen, All-Time-High beim Dow Jones, steigende Zinsen, steigende US-Dollar, allesamt Faktoren, die erstmal Gift für den Goldpreis sind. Und der musste dann innerhalb weniger Tage jetzt hier knapp 100 Dollar nachgeben und hat dann zwischenzeitlich einen 5-Monats-Tief erreicht. Denn klar, steigender Dollar macht Gold teurer, steigende Zinsen macht Gold unattraktiver. Und wenn die Aktienmärkte eben laufen, dann brauche ich kein Gold. Inwieweit hat das denn jetzt die langfristigen Perspektiven des Goldpreises verändert? Muss man jetzt damit rechnen, dass Trump für einen länger anhaltenden Abwärtssog beim Gold sorgen wird? Das ist von mehreren Faktoren abhängig. Da muss man mal das eine nach dem anderen sich anschauen. Also wenn wir jetzt uns sein Wahlprogramm anschauen, dann will er natürlich sehr, sehr stark die Steuern senken. Damit will er die Wirtschaft ankurbeln. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass er, was die Geldpolitik angeht, restriktiver sein möchte. Das heißt, er will die Zinsen erhöhen. Hohe Zinsen sind erstmal per se schlecht für den Goldpreis. Das heißt also, wenn wirklich jetzt die Zinserhöhungszyklen mit einer höheren Geschwindigkeit forciert werden, als das jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Zur Erinnerung, wir haben bislang nur einen positiven Zinsschritt gesehen. Der zweite wird jetzt für Dezember erwartet. Wenn da jetzt ein bisschen mehr Tempo reinkommt, dann ist das ganz klar ein Belastungsfaktor für Gold. Aber man muss eben nicht nur die Zinsen sich anschauen, sondern auch die Inflation. Denn wenn die Zinsen zwar steigen, aber die Inflation stärker steigt, dann sind eben die sogenannten Real Assets, die Real Values wie Gold durchaus sehr, sehr gefragt. Und seine Politik birgt durchaus die Gefahr, dass wir eine starke Inflation sehen. Und dann müsste man eben sagen, ja, dann steigen zwar die Zinsen, aber wenn eben die Inflation stärker steigt, dann ist das durchaus Rückenwind für Gold. Ja, und wir können uns auch mal langfristig anschauen, wie sich Gold hier seit 2000 entwickelt hat. Das ist ja wirklich eine fulminante Aufwärtsentwicklung gewesen, die dann seit einigen Jahren in eine etwas schwächere Abwärtsbewegung gemündet ist. Ja, und jetzt ist es spannend. Kann der Abwärtstrend wirklich gebrochen werden oder nicht? Auf diesem langfristigen Bild gesehen, ändert das nochmal Ihre Meinung? Jein, weil man muss jetzt zwei, drei Sachen sehen. Zum einen diesen langfristigen Aufwärtstrend, der jetzt, sage ich mal, ganz grob hier verläuft. Da haben wir folgendes Problem. Wir sind da rausgekippt und wir sind auch noch drunter. Ja, also trotz dieser Rallye, die wir dieses Jahr gesehen haben, man darf nicht vergessen, auch unter dem Eindruck der letzten Tage, wir sind im Goldpreis auf Jahressicht, liegen wir deutlich vorne. Wir liegen zweistellig vorne. Also wer zum Jahresanfang 2016 in Gold investiert hat, der ist momentan immer noch mehr als happy. Das heißt, die kurzfristige Sicht ist durchaus noch positiv. Aber dieser langfristige Aufwärtstrend, den wir hier sehen, da hängen wir halt immer noch ein bisschen drunter. Und so haben wir eigentlich eher so ein bisschen hier diese Belastungsfaktoren, dass wir hier so eine, ich sag mal, so eine Abwärtsflagge gesehen haben. Ganz wichtig momentan für charttechnisch interessierte Anleger ist aber die 1200-Dollar-Marke. Die verläuft hier so horizontal, wo man dann eben sehr gut sehen kann, dass wir, da komme ich jetzt nicht durch, aber dass wir hier im Bereich knapp unter der weißen Linie sehr, sehr viele Punkte gesehen haben, wo wir auch in den letzten Jahren immer wieder abgeprallt sind. Jetzt liegen wir kurz vor den 1200-Dollar. Die gilt es zu erhalten, weil ich sage mal 1180, 1160, das sind dann so die letzten Bastionen, die da verteidigt werden müssen. Wenn das gelingt, ja, dann sind die Chancen, dass wir da wieder über diese Linie wandern, durchaus positiv zu sehen. Nehmen wir mal an, es kommt so, dass wirklich der Goldpreis es schafft, wieder Rückenwind zu bekommen und auf einen Erholungspfad einschwenkt. Wie kann ich dann als Anleger oder Trader auf einen solchen Trend setzen? Also was man momentan sieht bei den Anlegern ganz allgemein, ist unheimlicher starker Trend überhaupt zum Thema Gold. Also die Deutschen horten immer mehr Gold, also die Goldbestände physischer Natur haben in den letzten zwei Jahren über 5% zugelegt. Aber auch der Erwerb von, ich sag mal, goldbezogenen Zertifikaten und auch Anlageprodukten ist auch sehr, sehr stark auf dem Vormarsch. Also da sehen wir einen ganz, ganz großen Trend. Wer jetzt eher etwas spekulativer unterwegs ist und sagt, ich sehe das jetzt nicht auf Sicht von mehreren Jahren, sondern vielleicht eher Wochen und Monate,
Der hat die Möglichkeit, eben sich mit Hebelprodukten wie Open-End-Turbo-Optionsscheinen zu engagieren, denn die ermöglichen eben auch ohne eine Laufzeitbegrenzung hier mit einem überproportionalen Hebel an Kursveränderungen vom Goldpreis zu partizipieren. Ja, also da geht es ja immer darum, ich kann mit einem Hebel von Entwicklungen zum Beispiel des Goldpreises profitieren. Wenn ich einen Hebel 2 habe, steigt der Goldpreis um 1%, ich habe einen Gewinn von 2%. Richtig. Aber diese Hebel, die können auch sehr, sehr, sehr hoch sein, nicht nur 2, sondern 5, 10 oder noch mehr. Welcher Hebel ist denn sinnvoll? Also umso höher der Hebel ist, kann man erstmal sagen, umso höher ist natürlich das Risiko. Wenn ich beispielsweise einen Hebel von 100 habe, also Gold macht 1%, mein Produkt macht 100%, dann kann ich mich also in kürzester Zeit natürlich mit meinem Kapital verdoppeln. Das bedeutet aber auch Umkehrschluss, wenn ich einen Hebel von 100 habe, dass wenn der Goldpreis um 1% fällt, mein eingesetztes Kapital futsch ist. Also das ist natürlich schon mal ein ganz extremes Beispiel. Es soll aber auch aufzeigen, dass umso höher der Hebel ist, den ich wähle, umso stärker muss vielleicht auch meine Meinung ausgeprägt sein, dass der Goldpreis steigt oder wenn ich Short gehe, dass er fällt. Aber man muss eben auch so ein bisschen das abhängig machen von der, ich sag mal, persönlichen Zeit, die ich da rein investieren kann. Wenn ich nämlich einen ganz hohen Hebel habe, dann muss ich auch eine ganz hohe Aufmerksamkeit haben. Dann kann ich das nicht mal ein paar Tage im Urlaub liegen lassen. Wenn ich einen Hebel 2 habe oder einen Hebel 10, naja, dass der Goldpreis jetzt 10% fällt, das kann schon mal passieren, dass er jetzt noch viel, viel stärker in kurzer Zeit fällt, wird immer unwahrscheinlich. Das heißt, mit höherem Hebel, muss ich eben auch sagen, habe ich die Möglichkeit, mich so zeitintensiv damit auseinanderzusetzen. Also wichtig ist aber auch zu wissen, muss man vielleicht nochmal sagen, dass ich bei einem Turbo-Zertifikat immer einen Knockout habe und je höher der Hebel ist, desto näher liegt der Knockout dran. In dem genannten Beispiel Hebel 100 wäre der Knockout 1% unter dem aktuellen Stand. Das kann also ruckzuck sein, dass man dann zum Totalverlust gelangt. Absolut. Also das ist eben dieses, ich sag mal, das große Risiko, was diesen Chancen, die man hier hat, gegenübersteht. Denn ich sag mal, der Hebel und das Knockout-Risiko, die sind verbunden wie zwei Seiten derselben Medaille. Umso höher der Hebel, umso näher der Knockout. Und das ist eben, was die Anleger im Blick haben müssen. Aber es ist ja nicht nur, dass der Knockout droht, dass ich also mein eingesetztes Kapital verliere. Im Anleger wird es vielleicht schon reichen, wenn er 50% verliert, um zu sagen, das wäre jetzt aber ganz, ganz, ganz arger schlechtes Geschäft für mich. Deswegen, wenn man mit einem hohen Hebel arbeitet, muss man eine feste Meinung haben, man muss eine gute Beobachtung haben und man sollte insbesondere dann auch mit engen Stops arbeiten. Und da bietet sich hier beim Goldpreis wirklich so ein Niveau knapp unter 1200 Dollar gerade aktuell sehr, sehr gut an, um einen Stop zu setzen, wenn man auf steigende Kurse setzt. Wahrscheinlich auch genau deswegen wichtig, ich kann zwar recht haben mit meiner Meinung über einen Trend, aber möglicherweise, wenn ich zum Beispiel als Optimist sage, der Goldpreis steigt, kann es ja passieren, dass ich zwar recht habe, aber vorher sagt er nochmal kurz ab, um erst dann zu steigen. Und dann kommt es darauf an, dass der Knockout weit genug entfernt ist. Ja, wir haben ja jetzt auch in der Eingang unseres Gesprächs gesehen, dass die Märkte ein bisschen unberechenbar reagiert haben. Also die Prognosen waren ja durchaus etwas anders, als das jetzt nach der Trump-Benennung eingetreten ist. Deswegen macht es auch manchmal Sinn zu sagen, okay, ich lasse mich ausstoppen oder ich gehe aus dem Markt raus und dann gucke ich erstmal, was passiert. Falle ich hier unter 1160, ist vielleicht der nächste Barriere erst bei 1050, wo es wieder technisch Unterstützung gibt. Dann kann ich erstmal auf der Seite stehen und sagen, vielleicht engagiere ich mich dann zum späteren Zeitpunkt nochmal. Ich kann ja genauso gut, wie ich auf steigende Goldkurse mit einem Long-Turbo setze, auch einen Short-Turbo nehmen und auf einen fallenden Goldpreis setzen. Was ist da anders? Was muss ich da beachten? Naja, letztendlich ist erstmal natürlich meine Erwartungshaltung eine ganz andere, dass ich eben sage, ich muss hier auf einen fallenden Goldpreis setzen, dann habe ich letztendlich den Umstand, dass Verluste im Basiswert in Gewinne meines Produktes umgewandelt werden. Das ist letztendlich auch das Schöne an solchen Zertifikaten, Optionsscheinen, anders als bei dem Direktinvestment. Wenn ich mir Münzen oder Barren kaufe, dann gibt es immer nur eine Richtung. Mit diesen Produkten kann ich eben beides als gleichberechtigte Marktentwicklungen ansehen und mich eben sowohl long oder auch short positionieren. Ja. Gibt es eigentlich auch Turbo-Optionsscheine mit dem Hebel 1? Das wäre ja quasi ein Ersatz für den physischen Kauf. Ja, also da sind wir dann, glaube ich, eher in einem Bereich, wo vielleicht andere Produkte mehr Sinn machen, ja, die vielleicht dann keine klassischen Zertifikate sind, weil der Mehrwert dieser Produkte ist dann aus meiner Sicht nicht mehr so stark gegeben, weil die Anleger natürlich gewisse Hebel handeln, Hebel 5, Hebel 10, Hebel 20. Das sind so die Bereiche, in denen die Anleger sich tummeln. Wer so vorgeht, der ist dann vielleicht eher damit beraten, sich mal ETFs anzuschauen oder vielleicht auch so Partizipationszertifikate wie Xetra Gold oder Euwax Gold. Der Vorteil von den Zertifikaten ist eben dieser
dieser Hebelmechanismus und vor allen Dingen natürlich auch die Kostengünstigkeit. Also wenn ich Münzen oder Barren handle, dann habe ich immer unheimlich hohe Kosten. Ja, die Spreads zwischen An- und Verkauf, die sind immer sehr, sehr hoch. Das macht es sehr, sehr unattraktiv, kurzfristig Goldgeschäfte in physischer Natur zu machen. Anleger, die so denken, die sollten dann eher mit Zertifikaten unterwegs sein. Ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch, Sie haben das vorhin schon mal angedeutet mit der Fristigkeit. Viele, viele, die Turbos kaufen, kaufen die Intraday für eine Stunde oder für noch weniger, um dann relativ schnell Kasse zu machen, wenn sie richtig liegen. Aber man kann ja gerade mit niedrigeren Hebel auch durchaus eine längerfristige Perspektive haben. Und dann kommt etwas ins Spiel, was bei den Kurzfristigen nicht eine Rolle spielt, nämlich die sogenannten Finanzierungskosten. Die sind auch nicht ganz unwichtig. Ja, ist richtig. Also man darf sich jetzt erstmal als Anleger nicht davon abschrecken lassen, dass es, ich sag mal, semiprofessionelle Trader gibt, die täglich mehrmals rein und rausgehen. Das ist wie mit Gewürzen, ja. Also die Dosierung macht letztendlich den Geschmack. Und wenn ich sage, das ist mir zu scharf, hier jeden Tag mehrmals zu handeln, dann kann ich eben auch sagen, ich kaufe mir ein niedrig gehebeltes Produkt und lasse das erstmal lange in meinem Depot liegen. Wenn ich sowas aber dann lange in meinem Depot liegen habe, dann muss man sich eben darüber klar sein, dass in diesem Produkt auch Gebühren anfallen. Denn vereinfacht dargestellt dadurch, dass ich eben ein dieser Hebel, den ich als Emittent, als HSBC den Anlegern zur Verfügung stehe, der kommt, ich sag mal, implizit über eine Art Kreditfinanzierung zustande. Und für diese Kredite fallen letztendlich auch Zinsen an, auch wenn die Zinsen momentan niedrig sind, fließen die da ein. Und wir als HSBC, das darf man auch als ganz ehrlich sagen, verlangen natürlich auch gewisserweise eine Gebühr. Und diese Gebühr fällt über die Zeit an. Also die Gebühr ist sozusagen analog zu der Dauer, in dem ich in dem Produkt investiert bin. Und umso höher die Gebühr ist, und da gibt es eben eklatante Unterschiede zwischen den Anbietern, muss man sagen, umso höher diese Gebühr ist, umso stärker wirkt sich das negativ auf meine Performance aus. Denn ob ich jetzt 2% Zinsen oder Gebühren zahle oder 4 oder 5% aufs ganze Jahr, na, da muss man jetzt kein großer Mathematiker sein, um zu sagen, das wirkt sich aus. Man denke einfach nur mal an eine Baufinanzierung. Da wird auch keiner seine Baufinanzierung abschließen, wo er 5% PA zahlen würde, wenn er sie woanders für 2,5 bekommt. Völlig richtig. Aber viele wissen es, glaube ich, gar nicht, dass diese Finanzierungskosten eine Rolle spielen. Wo finde ich die denn? Ja, also man sollte erstmal, um es sich ganz einfach zu machen, einfach mal bei den Emittenten anfragen. Ne? Kurzer Anruf genügt auf den ganzen kostenlosen Hotlines, dann ist das eine Sache von 30 Sekunden. Ansonsten müssen solche Gebühren natürlich auch in den, ich sag mal, im Kleingedruckten, in den sogenannten endgültigen Bedingungen hinterlegt sein. Oder gute Emittenten weisen das auch einfach auf der Homepage bei dem entsprechenden Produkt im Produkt-Snapshot aus, dass man das direkt ablesen kann. Ja, also das Risiko bleibt so oder so extrem hoch, Totalverlust immer möglich. Da sind wir uns einig, das ist nur was für wirklich erfahrene Trader, oder? Naja, also wenn ich einen hohen Hebel habe, stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Da muss ich dann eine gewisse Erfahrung haben, damit ich auch, ich sag mal, die Reagilität der Produkte ein bisschen abschätzen kann. Aber ich sag mal, jemand, der generell mit Gold oder auch den Aktienmärkten vertraut ist, der kann sich vielleicht auch mal ein niedrig gehebeltes Goldzertifikat hier ins Depot legen, um auch mal Erfahrungen damit zu sammeln. Ja, also Hebel 2 oder 3, das wäre genau dann noch niedrig, denke ich. Ganz genau. Ja, Christian Kücker, vielen Dank. Schauen wir mal, welche Gelegenheiten der Goldkurs hier in den nächsten Monaten noch bieten wird, meine Damen und Herren. Sicherlich wird vieles eben von den genannten Komponenten Zinsentwicklung in den USA und Konjunkturprogramm in den USA abhängen. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall weiter verfolgen. NTV, der Nachrichtensender.